Ich wollte schon nur, dass du mal erfährst, wie es ist, plötzlich ganz allein dazustehen. Und alle Welt ist gegen dich, obwohl du nichts dafür kannst. Jetzt Moment mal. Du machst doch nicht mich dafür verantwortlich, dass unser Vater dich und deine Mutter damals verlassen hat. Was heißt verantwortlich? Du hast jedenfalls nicht darunter gelitten, oder? Mann, du checkst auch gar nicht. Ja, wenn mir nie jemand was erklärt. Dir was erklären? Hey, du sollst mal was merken. Lara ist immer noch stinksauer auf dich. Ich habe mich doch entschuldigt. Ja? Aber jetzt will sie mit Nina nach Griechenland und zwar für immer. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Liz. Ich wollte das nicht. Was wolltest du nicht? Ich habe mit einer anderen Frau geschlafen. Eine andere. Das glaube ich nicht. Ich begreife selber nicht, wie es passieren konnte. Wann? Gestern. Gestern? Ich war betrunken. Wer war's? Es ist doch egal. Ja, du hast recht. Es ist egal. Du bist mir auch keine Rechenschaft schuldig. Marie, ich wollte das nicht. Ist schon in Ordnung. Aber lass mich jetzt bitte allein. Griechenland. Warum sollte Lara und Nina nach Griechenland ziehen? Hat Lara dir nichts gesagt? Nein. Nina hat eine alte Freundin. Und die hat ein Hotel übernommen und will, dass Nina da arbeitet. Aha. Ja. Lara sollte mit und hatte keinen Bock. Wegen dir. Sie wollte sogar, dass Nina alleine geht. Aber nach dem, was du dir geleistet hast, hat sie sich das anders überlegt. Nur weil ich einmal einen Fehler mache. Ein einziges Mal. Will Lara nach Griechenland abhauen. Hey, ja, du hast sie 2 Tage warten lassen. Du hast das Jubiläum vergessen und ich musste dich dran erinnern. Warte mal, das ist jetzt kein Gag. Es gibt dieses Hotel und Lara will nach Griechenland. Ja. Hey, mein. Hi, Christian. Na, wie war's in London? Was ist mit dem los? Er hat hoffentlich gemerkt, dass er auf dem besten Weg ist, wieder Single zu werden. Hi, Simon. Hallo. Lange nicht gesehen. Und? Wie geht's dir so? Alles in Ordnung. Und selbst? Ja. Nach die Firma. Ja, ich kann nicht klagen. Ich habe gleich ein Gespräch. Wenn das so verläuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist das der nächste Schritt. Gratuliere. Ach, und wenn ich den Auftrag bekomme, dann kann ich dir endlich dein Geld wiedergeben. Das ist alt, aber nicht. Ja, das weiß ich. Ich habe bei meinem Bruder halt ungern Schulden. Ja, ich weiß. Ich muss mich dann hier zurecht morgen ziehen. Ich drück dir die Daumen. Ich glaube wirklich nicht, dass du Christian gleichgültig bist. Natürlich. Ist ihm völlig egal, ob ich mit dir nach Griechenland gehe oder nicht. Er hat dich vernachlässigt, okay. Aber das ändert doch nichts an seinen Gefühlen für dich. Na klar. Erst kommt seine DJ-Karriere, dann lange nichts und dann irgendwann ich. Oh, jetzt übertreibst du aber, hm? Nein, das tue ich nicht. Ich ahne schon, wer das ist. Christian garantiert nicht. In irgendeinem Plattenladen oder bei seinem Manager. Hi. Hi, kann ich mit Lara sprechen? Ja, komm rein. Ich bin da mal kurz weg, ja?
Na, mein Ex hat dich geschickt. Stimmt's, dass du nach Griechenland willst? Und wenn? Lara, das kannst du nicht machen. Was soll ich denn hier ohne dich anfangen? In London hast du mich doch auch nicht vermisst. Das stimmt nicht und das weißt du genau. Klar, deswegen hast du auch so oft angerufen. Ich hatte einfach verdammt viel Stress. Und es tut mir wirklich leid. Lara, ich bin so verknallt in dich. Ich dreh durch, wenn du nach Griechenland abhaust. Und ich, wenn ich die ganze Zeit hier sitze und auf dich warte. Lara. Was soll ich denn noch hier? Weißt du, was mich überrascht? Was? Dass Henning dein Spielchen nicht durchschaut. Wenn mir eine Frau den ganzen Tag lang Alkohol einflößt, dann werde ich misstrauisch. Tja, er denkt halt, ich bin eine gute Freundin, die nur sein Bestes will. Sei bloß vorsichtig. Nicht, dass Henning noch auf dumme Gedanken kommt. Hältst du mich für so blöd, dass ich die Hochzeit gefährden werde? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so optimistisch ist wie du. Aber was machst du, wenn Henning Marie nicht gesteht, dass ihr miteinander geschlafen habt? Er wird. Verlass dich drauf. Aber du vergisst eins. Henning ist kein bisschen in dich verliebt. Ja, noch nicht. Aber mit Maries Hilfe werde ich das schaffen. Guck mal, sie will, dass es ihm gut geht. Und deshalb wird sie sehr schnell merken, dass ich das Beste für Henning bin. Von Anstetten? Marie? Hey, du weinst ja. Ja, klar kann ich zu dir kommen. Ja, bis gleich. Tschüss. Henning scheint ein Geständnis abgelegt zu haben. Aber weißt du, was komisch ist? Sie ist gar nicht sauer auf mich. Was macht denn dein Bruder hier? Was weiß ich. Ich gehe dann mal, ne? Hallo, Marc. Ja, Frau Kollegin, ich bringe morgen den Vertrag vorbei, ne? Wunderbar, schönen Abend. Danke. Hallo, Marc. Tschüss. Und tschüss. Setz dich doch. Schick siehst du aus. Und? Wie war's? So lala. Wenn ich den Auftrag kriege, brauche ich mehr Leute. Die habe ich nicht und leisten kann ich sie mir auch nicht. Also muss ich zur Bank um einen Kredit bitten. Verlang doch eine höhere Gage. Wenn ich mit dem Preis über den Marktdurchschnitt hochgehe, dann suchen sie sich eine andere Firma, ist doch klar. Also wenn sich ein Auftrag nicht rechnet, dann würde ich ihn ablehnen. Ich sehe mich morgen früh schon an der Bank. Klinken putzen und um Geld bitten. Hast du eigentlich schon mal daran gedacht, dir einen finanzkräftigen Partner zu suchen? Was? Ich meine, ich würde mich sofort an deiner Firma beteiligen. Sag mir einfach, wie ich es wieder gut machen kann. Wie wär's, wenn du dir mal selbst was überlegst? Sag mal, warum kriegst du eigentlich alles plötzlich in falschen Hals? Warte mal, willst du mir jetzt Vorwürfe machen? Nein, sorry. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass du mir gar nicht verzeihen willst. Doch, das würde ich ja. Aber du bemühst dich kein bisschen. Lara, dass ich unser dreimonatiges vergessen habe, das tut mir wirklich super leid. Und dass ich dich gestern am Flughafen versetzt habe. Sowas wird nie, nie, nie wieder vorkommen. Sicher? Ganz sicher. Versteh das nicht falsch. Ich gönne dir deinen Erfolg als DJ total. Aber ich möchte nicht, dass dir das wichtiger wird als ich. Mach dir darum keine Sorgen. Ach, ich lass es einfach klingeln. Nein, Quatsch, geh doch ran. Hallo? Jetzt noch? Ja, ich hab's total vergessen. Ja, okay. Bis gleich. Das war mein Manager. Hab ich mir fast gedacht. Ich habe morgen ein super wichtiges Interview und wir müssen das noch durchsprechen. Heißt das, du musst gehen? Nicht sauer sein, okay? Nee. Wenn's so wichtig ist. Es ist wirklich super wichtig. Ich ruf dich an, ja? Ciao. Danke.
dass du so schnell kommen konntest. Entschuldige das Chaos. Hey, das macht doch nichts. Was ist passiert? Henning hat mit einer anderen Frau geschlafen. Er hat gesagt, er war betrunken. Und das hätte nichts zu bedeuten. Warum hat er das gemacht, Tanja? Wahrscheinlich denkt er, er kann dich besser vergessen, wenn er eine neue Beziehung eingeht. Beziehung? Oh Gott, wenn das mehr war als ein One-Night-Stand. Hier. Sag mal, soll ich dir einen Tee machen? Ja. Ja? Okay. Und? Kommen wir ins Geschäft? Lukas, du hast doch von meinem Job wenig, wenn nicht sogar überhaupt keine Ahnung, oder? Marc, ich will dir auch gar nichts reinreden. Ich sehe mich eher als stillen Teilhaber im Hintergrund. Ja, aber ich verstehe es nicht. Warum willst du denn Geld reinpumpen, aber nichts entscheiden? Marc, ich will mich beteiligen, um dir zu helfen, nicht um den Chef zu spielen. Nee, so gefällt mir das nicht. Wir machen das anders. Ich kümmere mich um die Abwicklung der Aufträge und du um die Verträge und um den ganzen rechtlichen Kram. Okay, einverstanden. Partner? Partner. Kann ich euch noch was bringen? Ja. 3 Gläser Champagner, bitte. Wir haben was zu feiern. Ja. Lukas steigt bei mir in der Firma ein. Bist du als Anwalt nicht mehr gefragt? Doch, doch. Sonst hätte ich ja gar nicht genug Geld, mich an Roloff Security zu beteiligen. Ich wusste gar nicht, dass du einen Partner suchst. Ich hatte die Wahl zwischen Kredit oder Teilhabe. Ich meine, wenn Lukas sich nicht angeboten hätte, dann wäre ich natürlich zur Bank gegangen. Aber so, ich meine, ihm kann ich ja vertrauen, oder? Na dann, wünsche ich viel Erfolg. Komm, ruft Christians Manager an, wenn ich vergesse. Ich habe einfach Angst, dass es so weitergeht. Hey, aber er liebt dich doch. Und was habe ich davon? Heute das Interview, morgen der Auftritt, übermorgen vielleicht eine Tournee. Wer weiß denn das schon? Oh, wenn das Christian ist, ich bin nicht da. Ja. Willst du auch noch einen Toast? Ja, bitte. Morgen. Isabel. Frisch aus dem Klostergarten. Mit Erlaubnis der Schwester. Danke, die sind wunderschön. Bitte. Möchtest du mit uns frühstücken? Nein, danke, ich hab schon. Aber zu einem Milchkaffee könntest du mich noch überreden. Gut. Morgen, Lara. Hi. Sie hat Ärger mit Christian. Könntest du nicht mal? Was ist denn los? Ach, als Christian in London war, ist alles anders geworden. Was denn genau? Naja, seine DJ-Karriere ist ihm wichtiger als ich. Ja, hallo, Nina Ryan? Hallo, hier ist Alexa. Kann ich Lara sprechen? Ja, Moment. Alexa. Hi. Hi. Sag mal, hast du Lust, heute Mittag mit mir ins Freibad zu gehen? Du hast doch eben am Telefon gesagt, dass du noch einen Termin hast. Den habe ich verschoben. Du klangst gar nicht gut. Was ist geschehen? Henning war mit einer anderen Frau im Bett. Nein. Clarissa, ich bin fix und fertig. Weißt du, mit wem? Ich habe ihn nicht gefragt, weil es ja eigentlich unwichtig ist. Aber jetzt interessiert es mich doch. Tanja hat nämlich gesagt, sie kann sich vorstellen, dass sie scheint ja mal wieder bestens informiert zu sein. Ich habe sie gestern Abend angerufen. Ich konnte nicht allein sein. Sie ist natürlich sofort gekommen, um dich zu trösten. Willst du jetzt wieder auf ihr rumhacken? Nein, nein. Was hat denn Henning sonst noch gesagt? Außer, dass es passiert ist. Dass er betrogen war. Dass er es nicht gewollt hat. Vielleicht ist ja die Wahrheit. Nur so ein Gedanke. Also ich würde mich tierisch freuen, wenn jemand das mal für mich machen würde. Da ist sie. Mhm. Halt. Hm?
Wir gehen jetzt schon einen Kaffee trinken, ja? Ich wollte eigentlich ein bisschen Fernsehen gucken. Hey, willst du schuld sein, wenn Christian und Lara sich trennen? Hm. Nein, also komm. Bonjour. Hi. Boah, ich glaube, das Schwimmen können wir echt knicken. Das regnet so doll. Ich weiß. Viel Spaß. Hey, wo willst denn du hin? Hallo. Christian. Komm rein. Was soll ich denn bloß Mama und Arno schenken? Ach, na komm. Bis zur Hochzeit sind es noch ein paar Tage. Da fällt dir noch was ein. Sag mal, hast du eigentlich was Neues von Henning gehört? Nein, ich habe ihm mehrere Nachrichten auf der Mailbox hinterlassen, aber Marie und er brauchen, glaube ich, ein bisschen Zeit. Hey, Isabel. Hallo, Simon. Schön, dich zu sehen. Danke. Und, war es stressig im Schneider? Stressig weniger, aber sehr informativ. Wusstest du, dass Marc Geldprobleme hat? Geldprobleme? Aber ich dachte, seine Firma läuft gut. Ja, anscheinend doch nicht. Er hat Lukas mit an Bord geholt. Unseren Halbbruder. Weil er Kapital braucht. Und du traust ihm nicht? Er ist ein hinterhältiges, egoistisches, geldgieriges, entschuldigen Sie, Schwester, Arschloch. Aber Marc durchschaut ihn einfach nicht. Simon. Du hast doch nicht schon wieder vor, vor Marc den großen Bruder rausziehen zu lassen, oder? Es gibt nur Streit. Ja, was ist, wenn Lukas Marc nur betrügen will? Ach, mag sich dumm. Sowas merkt er doch sofort. Du meinst auch, ich sollte mich raushalten? Außerdem hast du es ihm versprochen. Wenn du dich jetzt nicht dran hältst, dann wird dir das echt übel nehmen. Und soweit soll es ja nicht kommen, oder? Gut. Ich halte ja meine Klappe. Hier, bitte. Super, danke schön. Die wird sich gleich mal mein Notar ansehen und dann setzen wir einen Gesellschaftervertrag auf. Perfekt. Sag mal, Simon, der hat doch eigentlich ganz cool auf diese Partnerschaft reagiert, oder? Das hat mich auch überrascht. Aber da kommt bestimmt noch was nach. Glaube ich nicht. Ich kenne meinen Bruder. Wenn dem was nicht passt, dann sagt er das eigentlich gleich. Es wäre ja echt ein Wunder, wenn er endlich mal kapiert hätte, dass er dich nicht ständig bevormunden soll. Boah. Ich würde mich freuen. Ich würde gern mal wieder mit ihm Bier trinken gehen. Ohne, dass er mich mit seinen mütterlichen Ratschlägen vollmüllt. Ja, ich finde es auch total schön, wenn er auch endlich wieder mal versteht. Und ich erst. So, ich muss dann los, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Das war eine total süße Idee von dir alles. Und dass du das Interview abgesagt hast auch. Nur schade, dass es draußen so ein schlechtes Wetter ist. Ach, ist doch mindestens genauso schön wie am See, hm? Lara? Hm. Das haben wir gleich. Hey, und wenn das dein Manager war? Mein Manager kann mir heute gestohlen bleiben. Lara, ich habe mich echt bescheuert benommen in den letzten Wochen. Aber ich verspreche dir, nein, ich schwöre dir, ich werde dich nie wieder in deinem ganzen Leben so vernachlässigen. Hey, ehrlich, ich leg dir Griechenland um die ganze Welt zu Füßen, aber bitte. Ach, Christian. Bleibst du? Mhm. Dann hast du mich doch noch ein ganz klein bisschen lieb, obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe. Ja, so ein ganz, ganz kleines bisschen. Pack doch mal die Geschenke aus. Die Geschenke? Ich denke, das ist nur eins. Oder hast du noch woanders welche? Guck selbst nach. Bevor du nachzählst, es sind 94. Für jeden Tag, den wir zusammen sind, eins.
bringen Sie in die Küche. Nee, lass mal, ich mach das schon. Kümmer du dich mal um dein Hochzeitsgeschenk. Ja, dann werde ich mich schon gleich mal auf Geschenkesuche machen. Viel Glück. Danke, tschüss. Simon, hast du mal einen Moment Zeit für mich? Ich hab einen neuen Cocktail kreiert und bräuchte mal deinen fachmännischen Rat. Du, ich muss doch nach Hause. Können wir das nochmal verschieben, ja? Ja. Simon, willst du deinem geliebten Bruder nicht kurz Hallo sagen? Lass mich in Ruhe, ja? Na komm, ein paar Minuten wirst du doch Zeit haben. Wir haben noch nicht mal darauf angestoßen, dass ich Max Teilhaber bin. Für mich ist das auch kein Grund zum Feiern. Moment, du solltest mir dankbar sein. Ohne meine selbstlose Hilfe hätte er sich einen teuren Kredit aufnehmen müssen. Selbstlose Hilfe, ja? Na ja, gut, dir kann ich ja sagen. Natürlich werde ich bei dem Deal mächtig absahen. Was soll das? Marc hat dir nichts getan. Es geht auch gar nicht um Marc. Es geht um dich. Ich will sehen, wie du leidest, wenn ihr vor die Hunde geht. Dann leg dich doch direkt mit mir an. Es macht aber so mehr Spaß. Außerdem treffe ich dann auf so nette Damen wie Jule. Schade, dass du bei ihr nun durch bist. Natürlich hat sie mich gefragt, mit wem ich geschlafen habe. Aber ich wollte dich doch aushalten. Du kannst doch nicht die ganze Schuld alleine tragen. Es ist schon schlimm genug für Marie. Wenn sie auch noch erfährt, dass ich mit dir geschlafen habe, jetzt würde ihr den Rest geben. Henning, ich fühle mich furchtbar. Marie ist meine beste Freundin. Sie vertraut mir und ich. Guten Tag, Frau von Anstetten. Guten Tag, Angelo. Marie von Beinbach hat einen Tisch reserviert. Ja, ich sehe mal nach, Sekunde. Wenn wir nicht so viel getrunken hätten, wärst du auch nie dazu gekommen. Ich bin mir sicher, dass Marie uns verzeihen wird. Ich muss leider zurück ins Büro. Kopf hoch. Du bist ja krank. Keine Beleidigung bitte, ja? Lass die Finger von Jule. Und lass die Finger von Marks Firma, ja? Sonst... Sonst was? Du kannst leider nichts tun. Ich werde ihn ruinieren und er wird es nicht mal mitbekommen. Oh doch, ich werde ihm zeigen, wie und wo du ihn bescheißt. Moment mal. Das geht doch gar nicht. Du vergisst, er vertraut nicht dir, sondern er vertraut mir. Und dass das ein Fehler ist, wird ihm erst auffallen, wenn er keine müde Marken hat. Du bist so ein Riese. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf diesen Tag freue. Du Schwein. Au! Au! Hey! Simon! Au! Wo ist dein Verstand geblieben? Du weißt doch, hinter allem, was Tanja tut, steckt Berechnung. Clarissa, bitte. Ich bin nicht in der Verfassung, mich mit dir zu streiten. Du gehst mit Tanja ins Bett. Ich fasse es nicht. Ich war betrunken. Offenbar nicht betrunken genug. Wie bist du eigentlich auf Tanja gekommen? Ich hatte gleich so eine Ahnung. Als ich euch eben hier zusammen gesehen habe, war alles klar. Sie hat eben versucht, mich aufzubauen. Henning, wach auf. Sie spielt dir nur Theater vor. Tanja tut es genauso leid, dass wir miteinander geschlafen haben wie mir.